denn hier Geiles? Also erstmal trainiere ich und das ist mein Proteinaufschub. Der haut richtig rein, verstehst du, was ich meine? Trainierst du denn ein Ohrläppchen? Nein, Digga, ich trainiere Bizeps und Brust. Auf meiner To-Do-Liste. Verstehst du, und jetzt brauche ich viele Kalorien, damit ich das... Kann ich dir behilflich sein? Auf keinsten, eigentlich check schon halt erledigt. Könnte jemand essen? Nein, auf keinsten. Warum nicht? Weil das meins ist, ich will ein Bizeps und eine geile Brust. Na, teile es doch mal mit mir. Nee, kannst du nicht. Hey, Jade. Hey. Ich wollte nur eine Jacke holen, die ich noch vergessen habe. Weißt du, wo alles ist? Schmitti, können wir bitte noch mal miteinander reden? Bitte. Hast du schon alles gesagt, oder nicht? Mal, ich brauche einfach nur eine letzte Aussprache mit dir, okay? Ich kann sonst nicht mit der ganzen Sache abschließen. Pech. Würde ich sagen. Ja, ich hab damit abgeschlossen. Jetzt hol deine Jacke und dann verschwinde. Juti, sag dich... Na, reicht es nicht, dass du Jade das Herz gebrochen hast? Musst du dich jetzt auch noch wie ein Arsch verhalten? Und du sagst nicht mal was dazu? Nee. André? Zauberkarton. Hallo? Hast du gerade mitbekommen, was hier abgeht? Was mischst du dich überhaupt da ein, Mann? Ich hab eine Entscheidung getroffen, Alter. Und wenn das nicht passt, kann mich mal am Arsch lecken, okay? Genau. Weißt du was, du solltest dich... Ich sollte nicht... Richtig zum Kotzen. Ja, genau. Also, nee, lass mich in Ruhe. Es tut mir so weh, Jade traurig zu sehen. Aber das ist doch besser so für uns beide. Und jetzt... Jetzt muss ich's durchziehen. Wollen wir nochmal eine Lade und Hotdog machen oder nein, ich will jetzt ins Badewand. Kommst du mit? Jetzt komm. Muss ja später arbeiten, Schmitty. Ja, komm, jetzt hab dich nicht so. Zieh dich an. Digga, da kannst du mich mal beim Trainieren beobachten. Digga, warum bist du so auf Zündung, Alter? Willst du dich jetzt im Bodybuilding nur abreagieren wegen Jade oder... Klar, was du denn? Hast du mir gar nicht zugehört? Ich will trainieren. Ich bin zugehört, Alter. Ich beobachte dich heute schon den ganzen Tag, Alter. Und ich sehe einfach, dass du gerade nicht zielstrebig bist. Du willst dich einfach nur ablenken von dem ganzen Scheiß. Mhm. Schmitty, wir müssen uns einen Plan machen als beste Freunde. Wir müssen irgendwie, wir müssen es Jade erzählen. Dann kannst du dir noch schönere und bessere Tage machen. Dann kannst du noch alles schöner genießen, weil wenn Jade weiß, hallo, was mit dir Phase ist. Sag mal, seit wann hast du in diesem Film hier Mitspracherecht, Alter? Digga, ich hab mit Spracherecht, weil ich dein bester Freund bin. Nein, hast du nicht in der Sache. Ach, hab ich nicht? Du verhältst dich aber einfach falsch, Jade, gegenüber. Mann, die Kleine liebt dich, du liebst die Kleine. Was du machst, ist komplett falsch, Schmitty. Ich glaub's ja, Katze. Deswegen mach ich das doch. Ich will doch auch nicht, dass es Jade so schlecht geht wegen mir. Mann, mir geht's da auch Hunde elend, aber ich hoffe, dass Kretze versteht, dass ich deswegen keine andere Wahl hab. Sie kann sich ein neues Leben suchen. Sie hat das Recht... Ah, sie möchte das Leben mit dir, Digga. Okay? Fass mich mal nicht so an. Und du rennst einfach nur weg. Das wirkt wie so ein Angsthase. Kretze, laber doch keinen Scheiß. Was mach ich, wenn sie frühs aufsteht und ich lieg neben ihr und bin tot? Was ist denn das? Ah, dann weißt du doch wenigstens, weshalb, wieso du gestorben bist. Und überlegt nicht und hat keine Antworten. Na. Schmitty, außerdem, guck mal, du nimmst Jade die Entscheidung. Sie ist alt genug. Sag mal, ist das jetzt hier eine Talkrunde? Ja. Haben wir jetzt hier ein Kaffeekränzchen oder was, Leute? Habt ihr hier Mitspracherecht? Was ist denn mit euch? Leute, ich hab jetzt gesagt, ich geh zum Training und ihr macht hier ein Jade-Thema draus. Ja, aber wir wollen nur das Beste für dich, Schmitty. Ja, dann kommen wir jetzt mit zum Training. Ich muss aber erst später arbeiten. Du hast Angst, kann das sein? Du hast Angst, dass wenn sie das erfährt, dass sie dann mit dir Schluss macht. Krasse Theorie. Kannst du knicken. Ah, klar, das ist so, wie ich das gesagt habe. Wollen wir erst ins Bodybuilding gehen, wenn ich arbeiten muss? Nein, wir gehen jetzt. Bis später, André. Aber wir können auf dem Weg nochmal darüber quatschen. Kretze, wir verlieren kein einziges Wort mehr, okay? Darüber? Ist das in Ordnung? Nur noch über Bizeps und Brustmuskeln. Ja, aber... Ich versuche echt alles Mögliche, damit Jade mich hasst, denn je stärker sie mich hasst, umso schneller kann sie mich dann auch wieder vergessen. Los, fünf noch! Und Digga, ich will sie auch nicht schaffen! Doch, Dicke, und dann machen wir gleich noch einen Satz und dann ist alles tutti. Oder? Was ist los? Hallo? Ah. Mach einfach weiter. Zeig, was du kannst. Hä? Komm, ich mach mit synchron. Eins. Zwei. Drei. Schmitty. Hey. Also. Wow. Wow, wow, wow. Hammer, krasse Figur. Also wirklich top, 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 top. Also da sieht man auf jeden Fall, dass du Sport machst. Sag mal,
Was machst du denn heute? Ja, du hast schon ganz gut erfasst. Sport. Ja, und danach? Man musste wohl nicht den ganzen Tag Sport machen. Dann gehe ich nach Hause. Okay, hast du vielleicht Lust auf einen Kaffee? Nein, nach dem Training? Nee, sorry. Ich würde dich auch erinnern. Nein, danke schön, trotzdem okay, nicht. Okay, gut, kein Thema. Aber du verpasst was, bin charmant. Ja. Charmant bist du, ja? Was bist du eigentlich für ein Arschloch? Was fällt dir ein, hier vor meinen Augen rumzuflirten? Schmidt, die letzte Woche war noch alles gut. Was ist denn bitte mit dir los? Willst du nichts dazu sagen oder was? So. Du bist so ein Arschloch, ganz ehrlich. Was fällt dir ein? Hör auf, er ist nicht wert, Mann. Lass mich! Komm, wir gehen nach Hause. Wir trainieren jetzt weiter, mein Großer, und das war jetzt dein Plan? Ja. War doch kein guter Plan. Wenn sie mich hasst, dann kann sie mich auch vergessen. Okay? Digga, ich geh mich umziehen. Ich scheiß auf meine To-Do-Liste, okay? Geht das klar? Kretze, geht das klar? Ja, ich bin dann auf dem Boot. Cool. Mein Plan ist aufgegangen. Hey! Und wenn es jetzt abgefuckt hart für mich wird, aber für Jade ist es doch das Beste. Denn jetzt wird sie mich nicht mehr lieben. Verdammt. Ich musste die ganze Zeit daran denken, wie dreckig es Jade geht. Und das wegen mir. Und ich fühle mich dabei die ganze Zeit so hilflos. Aber vielleicht hat es ja jetzt endlich gewirkt und Jade liebt mich jetzt nicht mehr. Doch so leicht, oder? Die Gewichte? Das ist okay? Willst du auch ein Bier? Nee, ich nehme einen Eiweißshake. Soll ich dir auch einen machen? Auf besser keinen machen. Fall. Gut. Gibt's was zu feiern, oder? Seit wann gibt's bei mir was zu feiern? In der letzten Zeit. Das war nicht ernst gemeint. Was ist denn los? Mann, ich bin ein mega Arschloch, Alter. Ich hab einfach heute im Bodyburn, weil ich Jake gesehen habe, mir gedacht, so, boah, jetzt gebe ich ihr einen Grund, dass sie mich richtig hassen kann und hab vor ihren Augen vor jemandem Fremdes geflirtet, die nicht mal mein Typ war. Nur damit Jade ausrastet, und ist sie auch. Ist mir fast an die Gurgel gegangen. Jetzt... Moment mal, du wolltest Jade absichtlich wehtun, damit... Ja, damit sie mich hassen kann, und wer einen hasst, den vergisst man schnell, verstehst du? Alles klar, also nach dem Motto, ein bisschen Salz in die Wunde streuen und ihr nochmal richtig schön wehtun, weil du sie ja liebst. Was soll das jetzt? Was soll das, was du da machst? Was geht denn in deinem Kopf ab? Ja, ey, Schmidt, jetzt warte doch mal. Überlegst du überhaupt, bevor du sowas machst? Klar. Jade liebt dich. Du liebst sie. Ja, genau. Und du stößt sie richtig weg von dir. Als ob du sie hassen würdest. Als ob sie irgendwas falsch gemacht hätte. Hat sie aber nicht. Du machst ihr was falsch. Das will ich dir mal sagen. Ich dachte nämlich die ganze Zeit, er ist so ein krasser Typ. Guck mal, wie er die ganze Sache wegsteckt, wie er damit umgeht. Ist nicht so. Du bist einfach nur ein Schisser. Du hast Angst davor, wie sie reagiert. Du denkst, du bist in ihrem Kopf drin, aber glaub mir, sie würde dich nicht verlassen. Sie würde bei dir sein. Die letzten Tage, die letzten Wochen oder Monate, die euch bleiben, die will sie doch mit dir verbringen. Verbringt eine schöne Zeit, Mann. Schieb sie nicht weg. Was hast du davon? Dir tut das nicht gut und dir erst recht nicht. Was ist? Ja, das war's. Denk mal drüber nach, Mann. Du bist für mich, bist du die Aphrodite persönlich. Es gibt keine schönere Frau auf der Welt. Jeder Moment, den ich mit Schmidt verbracht habe, war einfach wahnsinnig schön. Und wir hatten immer so viel Spaß miteinander. Ich kann bei ihm einfach so sein, wie ich bin. Es würde mich nichts glücklicher machen, als mich deine Freundin nennen zu dürfen, weil ich dich einfach über alles liebe. Scheiße, warum muss das eigentlich alles so schwer sein?
will doch nichts anderes außer Jade beschützen, Mann. Damit sie nicht weiter leidet. Mann, ich liebe sie doch noch immer. Ich weiß, Schmidti wird mich dafür hassen. Aber ich kann es nicht damit länger mit ansehen, verdammt. Ich muss mit Jade reden. Was willst du hier? Ich müsste mal mit dir sprechen. Können wir reingehen? Nee, können wir nicht. Was ist los? Jade, also es tut mir auf jeden Fall erstmal leid, wie wie Schmidti sich im Bodyburn dir gegenüber verhalten hat. Das hat er dich geschickt, ja? Nein, hat er. Ist er zu feig, um selber zu kommen? Nein, um Gottes Willen, nein, das mache ich alles aus freien Stücken. Ich möchte. Katzemann, ich weiß überhaupt nicht, was los ist, okay? Letzte Woche war noch alles gut. Ich bin aufs Hausboot gezogen, alles ist super. Und auf einmal behandelt er mich so, aus dem Nichts, ja, wie so ein Arsch? Als wäre ich das letzte Stück Dreck. Was ist denn bitte mit ihm los, Mann? Kretze, ich verstehe es nicht. Er hat seine Gründe. Er hat seine Gründe, toll. Er hat seine Gründe, weil... Und was sind das bitte für Gründe? Er möchte dich schützen, weil er dich liebt. Na klar. Es ist Tatsache, es ist wirklich so. Kretze, ich liebe Schmidti über alles, okay? Und ich weiß, dass er mich auch liebt. Aber ich verstehe nicht, wie man jemanden so behandeln kann, wenn man ihn liebt. Ich kann es nicht nachvollziehen. Jade, wie gesagt, er möchte dich schützen und darum behandelt er dich so, okay? Er möchte einfach dich davon fernhalten, was jetzt in der nächsten Zukunft auf ihn zukommt. Und was bitte? Du weißt doch irgendwas. Was ist denn los? Dann rede doch mit mir. Sprich doch mit mir. Er war im Krankenhaus wegen einer Kopfverletzung. Ja, ich weiß. Und haben sie irgendwas festgestellt? Was denn festgestellt? Ich weiß, dass er eine Platzwunde hat von dieser blöden Dosenaktion. Ich weiß. Und? Ein Aneurysma am Kopf. Und man kann ihn operativ nicht entfernen. Und wenn er platzt, dann... Klar. Das ist ja eine richtig tolle Ausrede. Super. Was denn bitte für eine Ausrede? Wie kommst du bitte darauf, dass ich mir gerade eine Ausrede ausdenke, um meinen besten Freund zu schützen? Mann, verdammt nochmal, Jade, wie naiv bist du eigentlich? Ich bin hier, um dir weiszumachen, dass Schmidti dich über alles liebt, verdammte Scheiße. Und darum will er dich einfach nur schützen und darum benimmt er sich so doof. Weißt du, was das bedeutet, wenn man es nicht operativ entfernen kann, dieses Aneurysma aus dem Kopf? Weißt du, was das bedeutet? Wenn das Ding platzt, dann wird dein Geliebter und mein bester Freund sterben, okay? Und darum stehe ich jetzt hier vor der Tür, um dir das zu sagen. Um dir das weiß zu machen, was mit Florian Schmidt los ist. Und du unterstellst mir verdammt nochmal, kackendreist, dass ich mir was ausdenke. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein, es ist die Wahrheit. Es ist verdammt nochmal die Wahrheit. Er kann doch jetzt nicht sterben. Der kann doch jetzt nicht sterben. Was ist das für eine Scheiße? Jade. Ey. Wir schaffen das. Okay, wir müssen jetzt einfach nur stark sein und alle die Wahrheit wissen. Darum geht's jetzt erstmal. Nee, Mutti. Sonst ist alles okay, alles unverändert. Weißt du doch, alles super. Mutti, du, ich muss jetzt mal kurz, also ich ruf dich nachher wieder an, ja? Ich klicke jetzt auf. Gut. Was machst du denn hier? Also, zwischen uns ist doch alles geklärt. Schmidti, warum hast du denn nichts gesagt? Hm? Was meinst du? Kretze hat mir gesagt, was los ist. Tun dürfen. Ja, das ist gut, dass er es mir gesagt hat. Und du hättest es mir auch von Anfang an sagen können. Warum warst du denn nicht ehrlich zu mir? Ich bin doch für dich da. Schmidti. Mann, ich liebe dich. Geh jetzt bitte. Ich geh jetzt nicht. Geh jetzt bitte. Ich geh jetzt nicht, Schmidti. Denkst du, ich lass dich jetzt alleine? Dann geh. Nein! Schmidti, ich bin für dich da. Du kannst uns jetzt nicht einfach so aufgeben. Und du kannst nicht entscheiden, was das Beste für mich ist und einfach Schluss machen. Das Beste für uns ist, dass wir zusammen sind. Bitte geh. Nein. Bitte gib uns nicht einfach so auf. Bitte. Geh bitte. Nein.
bitte geh. Schmidt, ich liebe dich. Du darfst uns jetzt nicht aufgeben, okay? Wir schaffen das schon zusammen. Du darfst nicht sterben. Wir schaffen das? Ja, wir schaffen das schon. Mhm. Was ist, wenn ich morgen nicht mehr bin? Was ist, wenn ich morgen nicht mehr bin? Lass mich doch einfach für dich da sein, bitte. Ich weiß sonst noch, ob ich es selber schaffe. Du hast mich doch. Ich bin für dich da. Okay, wir schaffen das zusammen. Ich bin stark genug. Du musst mich nicht schützen. Ich bin für dich da. Bitte, Schmidt. Ich will nur so viel sehen. So viel machen. Ich würde mit dir noch so viel machen. Das kann ich nicht mehr. Schatz, ich liebe dich. Ich weiß schon, dass das. Alles, was ich eigentlich getan habe, nicht so gemeint war, wie es gewirkt hat. Schmidt, ich weiß. Es ist warte, okay. Lass mich ausreden. Ich wollte das eigentlich alles nur machen, um dich zu beschützen, damit du dann nicht den gleichen Leidensweg hast wie ich. Es ist okay, pass auf. Versprich mir bitte einfach, dass du mich nicht mehr anlügst, okay? Wir gehen jetzt ab diesem Moment gemeinsam. Und wir schaffen das zusammen. Hey, ich bin für dich da. Aber ich weiß nicht, ob ich das möchte, dass du dabei bist, dass du das miterlebst und... Hör doch mal auf, endlich mich die ganze Zeit beschützen zu wollen. Ich schaff das schon, okay? Lass uns bitte das jetzt alles einfach gemeinsam meistern. Ich liebe dich, Schmidt. Wir schaffen das, okay? Alles wird gut. Okay? Okay. Zum Glück habe ich dich. Komm her. Beziehung ist komplett eingeschlafen und mittlerweile einfach nur noch Alltag geworden. Janis hört mir nicht zu. Ich brauche Aufregung, ich brauche Spannung, ich brauche eine Überraschung. Einfach mehr. Schön, schön. Zwei Hebebühnen am Start. Ja, das ist schon mal gut. Dann Blauhorn ist doch noch mit, oder? Ich habe eine Bedingung, dass der bitte da hängen bleibt. Und wenn ihr die Werkstatt übernehmen wollt, dann müsst ihr da hängen bleiben. Wo ist das Ding hier? Wir haben noch nicht mal den Vertrag unterschrieben. Wir hatten hier eine Aufgabe. Eine Aufgabe zu erfüllen. Und die kriegt man nicht mal hin. Ich glaube, hey, Hi. Was so nun?